Online-Geister. Quickie. Hallo ihr Online-Geister, Christian hier. Nur ganz kurzer Einstieg. Ich hatte vor kurzem einen Polizeitermin. Genauer gesagt war ich bei der Klausurtagung der Deutschen Polizeigewerkschaft, habe dort referiert unter anderem zu ortsunabhängigen Arbeiten, digitalen Arbeitszeitmodellen, Berufsgeheimnisträger, Messenger-Kommunikation und so weiter. Und da halt unter anderem, das hat sich dann aus der Situation heraus ergeben, Marketing für die Polizei oder Marketing durch die Polizei. Und da dort viele Inhalte auch allgemein relevant sind und ich denke, euch wahrscheinlich auch sehr interessieren dürften, habe ich das Ganze einfach mal mitgeschnitten. Ich entschuldige mich gleich für die etwas lausige Tonqualität, das ging vor Ort leider nicht anders. Aber da auch in den Shownotes finden sich nochmal die wichtigsten Informationen. Ansonsten mich einfach kurz anschreiben, info@onlinegaster.com oder bei schrift-architekt.de. Ich stehe gern für Fragen und Antwort bereit. Ansonsten viel Spaß. Zweiten Tag bei der Frauenvertretung der Deutschen Polizeigewerkschaft hier auf der Klausurtagung in Magdeburg. Thema war Öffentlichkeitsarbeit, jetzt speziell für die Polizei. Was bietet sich an? Ich hatte schon ein paar Best-Practice-Beispiele genannt, speziell die Wiesenwache zum Oktoberfest in München oder generell einfach unterhaltsame Inhalte. Welche Kanäle bieten sich an? Da hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, die ich selbst habe, die mein Eigentum sind. Facebook habe ich nicht, Twitter habe ich nicht, WhatsApp habe ich nicht. Eine Website, die habe ich. Ich habe die Domain, ich habe den Webspace, ich habe die gesamten Inhalte. Die kann ich mir runterladen, die kann ich mir sichern, die kann ich woanders hochladen. E-Mail-Newsletter, genauso. Ich habe diese Adressen. Ich kann mir die runterziehen. Ich habe Kontrolle einfach darüber. In Teilen ist das bei WhatsApp auch noch so. Ich habe ja Telefonnummern. Da kann ich zur Not halt auch sagen, okay, ich nehme die von WhatsApp und nehme die halt von anderen Anbieter wie Telegram oder was auch immer mit. Da habe ich auch noch so eine gewisse Kontrolle, indem ich halt einfach die Daten habe. Aber versucht mal, eine Facebook-Seite zu exportieren, die Fans der Facebook-Seite mitzunehmen. Wenn ihr jetzt sagt, hier, ich habe eine Facebook-Seite, 5000 Abonnenten, die möchte ich jetzt gerne zu Twitter mitnehmen, geht nicht. Das ist das große Problem, deswegen ich auch immer sage, das sollten nur Weiterleitungsdienste sein. Was gut ist, eben Website, E-Mail-Newsletter. Ich kann auch mich stark machen für eben Podcasts, weil das auch etwas ist. Das läuft normalerweise über eine Website, wo ich einen speziellen RSS-Feed einfach einbinde. Das ist jetzt eher eine technische Angelegenheit, wie das funktioniert. Aber effektiv sind Podcasts eigentlich Websites mit einer MP3-Datei. Es gibt dann einzelne Beiträge, so wie ich Bilder ja auch in Beiträgen einbinden kann. Kann ich auch einfach eine Audiodatei einbinden oder die Alternative dazu, Videoformat. Da habe ich am Ende auch der Content, der Inhalt ist das Video. Wobei ich es auch nicht unbedingt YouTube da extrem empfehlen würde, weil ich mich da auch wieder abhängig mache von der Plattform. Eben, wem wird was angezeigt, auch Stichwort Monetarisierung. Viele YouTuber, die jammern seit Anfang des Jahres, dass sie kein Geld mehr mit YouTube verdienen, weil YouTube den Algorithmus so ein bisschen verändert hat. Aber das machen die ja ständig. Die haben es einfach nur ein bisschen mehr angepasst, dass halt die Populären nicht ständig inflationär angezeigt werden, sodass halt die Kleinen gar keine Chance mehr bekommen. Jetzt jammern halt die Großen über irgendwelche Einbrüche. Genau wie andere halt immer meckern, wenn Facebook halt mal wieder ein bisschen die Daumenschrauben anzieht und halt mehr Geld haben möchte. Schlussendlich, die haben die Plattform, die geben das Geld dafür aus, wir dürfen es kostenlos nutzen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Kostenlos ist nichts. Wenn es auch erstmal so scheint, mindestens unsere Daten werden dann halt für Werbezwecke verwendet. Das ist ja einmal so ein Datenschutzthema. Das ist vor allem auch etwas, was man immer bewusst machen sollte. Deswegen auch meine Empfehlung, niemals an so einer einzelnen Plattform kleben. Was am Ende immer im Zentrum stehen sollte, das ist eine Website. Das ist das, was ich mit dieser Website anstelle. Das ist das Zentrum meiner Bemühungen, das ist das Hauptquartier, das ist das Zentrum des Spinnennetzes, das ist das Ruhm. Alle Straßen sollen damit dorthin führen. Okay, dazu Fragen. Und dieses Podcast ist wirklich nur eine Datei, wo gesprochenen Inhalte erledigt werden. Kann man so sagen. Jetzt gerade, was wir besprochen haben, ich hätte auch die ganze Zeit das Mikro hier mitlaufen lassen können, dann hätte ich sagen können, ich schicke Ihnen keinen euch.
schicke euch kein PDF-E-Book, sondern ich schicke euch eine MP3-Datei. Als Podcaster können wir nochmal alles, alle Einwürfe, alle Diskussionen live mithören. Und ähnlich wie Radio hat Podcast in dem Fall zum Beispiel auch den großen Vorteil, es ist so ein rein Auto, also ich werde nicht durch irgendwelche Bilder abgelenkt. Ich kann mich wirklich auf die Inhalte konzentrieren. Und soweit ich weiß, Polizeipodcasts gibt es bislang noch nicht so extrem viele. Ich kann ja mal kurz bei iTunes schauen. Aber prinzipiell habe ich da halt einfach eine extreme große Reichweite, die ich selbst generieren kann. Ich bin nicht abhängig von irgendeinem Anbieter und auch solche Verzeichnisse wie iTunes sind nur das, ein Verzeichnis. Es ist einfach wie ein Adressbuch, wie ein Telefonbuch und davon gibt es ja auch sehr, sehr viele. Ich schaue jetzt gerade mal kurz bei meinem Podcatcher, so nennt sich diese Software als Schirmbegriff immer. Nein, also es gibt von einem Radiosender die Pisa-Polizei und es gibt ein Polizeidrama. Also so wie wir es. Bis A, bis A, die Radio. Jetzt sind wir. Du weißt, das wird veröffentlicht. Oh. Aber da auch wieder ein großer Vorteil, wenn man sowas versehentlich sagt, raussteigen kann man selber. Ach so. Also insofern, wenn ihr das da draußen hört, die Polizei Berlin hat dann sehr großes Vertrauen in euch, dass das nicht geschrieben wurde, wenn ihr es hört, wenn nicht, dann ja, halt nicht. Wie gesagt, ich habe es gerade mal geschaut, bei iTunes findet sich das nicht. Also insofern, jede Polizei, die einen Podcast macht, ihr werdet die Erste, speziell in Deutschland. Ich kann ja mal Police stattdessen versuchen, statt Polizei. Aber dabei halt auch der große Vorteil, der große Nachteil natürlich ist es mehr Aufwand. Das ist wie eine Radiosendung, die ich produziere. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich mache die Online-Geister jetzt mit meinem Co-Moderator Tristan seit so Anfang, Mitte 2016. Es geht locker, so ein guter Tag drauf für Vorbereitungsgrip, publizieren, das Ganze natürlich auch entsprechend bewerben. Also es ist jetzt nicht mal so schnell nebenher gemacht, aber es ist auch kein Video. Es ist noch ein geringerer Aufwand, weil ich niemanden schminken muss, weil ich auf keine Beleuchtung achten muss, weil ich nicht auf Kulissen achten muss. Ich kann mich jetzt auch einfach in ein Café raussetzen oder in die Natur raussetzen. Mikro, mach dann die Aufnahme, das läuft. Das geht alles, das hat den großen Vorteil, das ist einfach mobiler. Und da gibt es auch verschiedene Plattformen, da kann ich zum Beispiel Voice Republic empfehlen. Die sind ursprünglich in der Schweiz angesiedelt. Wer da detailliertere Infos haben möchte, ich glaube, das war onlinegeister.com/Folge 009 gewesen. Thema Podcast einfach. Da hatten wir die Öffentlichkeitsbeauftragte zu Gast. Und die stellen zum Beispiel auch Livestream-Boxen bereit für beispielsweise die Frankfurter und Leipziger Buchmesse, für die Republika oder vergleichbare Großorganisationen, wo dann einfach die Sessions, wo die Sitzungen, die Konferenzen eben live per Audio übertragen werden. Also eben auch, wie man es vom Fußball kennt, Live-Berichterstattung, dort eben genauso. Und das kann tendenziell auch gerade für eben die Polizei tendenziell eine gute Sache sein. Thema Öffentlichkeitsarbeit. Okay, ansonsten, ich würde jetzt den Feed hier mal abstellen. Anmerkungen, Grüße an unsere Hörerschaft. Schaut's aus. Kurzes Hallo. Hallo! Insofern, das war jetzt die Frauenvertretung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Also mit anderen Worten, Leute, ich habe direkt einen Draht zur Polizei, falls ihr mal Hilfe braucht oder was beschicken lassen müsst. Aber das ist ein anderes Thema. Uns, wie immer, könnt ihr erreichen unter onlinegeister.com. Wir freuen uns über Feedback, auch zu diesem Quickie. Generell Fragen an die Polizei, was ihr schon mal loswerden wolltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Podcast-Hörer, hinterlasst Kommentare, info@onlinegeister.com. Kommentiert unter dieser Folge, bewertet uns bei iTunes oder bei Facebook unter facebook.com/onlinegeister. Könnt uns auch eine Sternbewertung hinterlassen. Wie hat euch das gefallen? Die Qualität, wie gesagt, sorry an der Stelle. Aber inhaltlich, war es interessant, war es relevant? Gebt mir euer Feedback und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wertschätze das wirklich. Bis bald. Tschüss. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner.
Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.